wünsche euch einen schönen guten Morgen und hallo fürs Einschalten. Ich bin Thomas oder der Ausreiter, wie ihr möchtet. Ich fahre heute mit meiner Black Bärbel, mit der XSR 900 in Limburg rum und treffe mich mit dem Rainer von der Ironbird Association und wir nehmen einen Podcast auf zum Thema Magic 12 Rally, bei der Stefan und ich am Samstag teilnehmen. Und ich hoffe auf euren Support. So, worum geht es bei der Rallye? Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist wie eine Schnitzeljagd. Es gibt ca. 100 Punkte, die haben wir letzten Samstag, also eine Woche vor der Rallye, per E-Mail geschickt bekommen, sodass wir eine Woche Zeit haben, eine Route zu planen, die eben aus diesen Points of Interest besteht. Das Ganze darf nicht länger dauern als 12 Stunden, also das ist so ein Zeitlimit. Es darf nicht länger gefahren werden als 720 Kilometer. Kommst du über 720 Kilometer, wirst du disqualifiziert. Kommst du über die 12 Stunden, kriegst du pro Minute, glaube ich, 500 Punkte abgezogen und das ist eigentlich auch ja, einer Nullwertung am Ende gleich. Und sag mal, der Hintergrund, das was am Ende das Lustige ist, was eben auch für den Ironbird steht, ist, dass man eben eine sehr effiziente Planung braucht, um am Ende eine gute Wertung zu bekommen. Weil logisch, es gewinnt am Ende nicht der, der am weitesten fährt oder am längsten, sondern es gewinnt der, der in der vorgegebenen Zeit mit den ja, meisten oder wenigsten Kilometer die höchste Punktzahl gesammelt hat. An Orten. Ja, falls ich das noch nicht gesagt habe, also jeder dieser Orte, die am Ende vordefiniert sind, hat eine bestimmte Wertungspunktzahl. Das heißt, fahre ich einen Ort an, ich muss ein Foto machen, muss meine Rallye-Flag zeigen, schicke das dann per WhatsApp an die Rallye-Leitung und kriege dann im Nachgang diese Wertung für den Punkt gut geschrieben. Habe ich sehr viele Punkte oder auch Punkte mit hohen Wertungen angefahren, dann bin ich dementsprechend höher in der im Gesamtklassement. Und naja, es fahren 42 Leute mit. Es sind 42 Leute aus 6 Ländern und ja, ich weiß nicht, ob es vermessen ist, aber mein Ziel, unser Ziel, Stefan fährt wie gesagt auch mit, ist Top 10 und mal sehen, was uns da so widerfährt. Was am Ende passiert. Auf jeden Fall, dieses Video soll als kleiner Vorgeschmack sein. Ich werde das Ganze ähnlich wie auch bei meinem Saddlesore 1000, der Ironbird Challenge, versuchen, so gut es geht, auch bei Instagram live ja, zu Bericht erstatten. Guckt mal hier unten in die Kommentare, nein, nicht in die Kommentare, in die Videobeschreibung und da steht der Link zur Instagram, wenn euch das interessiert. Es gibt danach natürlich auf dem Kanal auch nochmal eine Zusammenfassung. Aber wenn das für euch spannend ist, klickt auch wiederum mal auf den Podcast. Der ist hier unten auch. Da geht es ein bisschen über Hintergründe, Historie und vielleicht auch ein bisschen Best Practices. Auf die bin ich ja scharf, weil vielleicht nach dem Gespräch nachher haue ich auch unsere bisherige Planung komplett durcheinander. Schauen wir mal. Also, es würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt. Anfeuerung können wir gut gebrauchen. Das Ganze geht los Samstagmorgens um 5 Uhr und wir planen dann, ja, aller spätestens um 17 Uhr dann wieder zurück zu sein. Wir starten in Herdecke. Das Ganze ist in NRW, deswegen auch Magic 12 NRW in Nordrhein-Westfalen. Ja, und wenn ich irgendwas zu blöd erklärt habe, schreibt eure Frage bitte in die Kommentare, ich beantworte das dann. Und ich kann nur sagen, die Planung hat mir richtig Bock gemacht und ich habe richtig Lust, die Rallye zu fahren und es kribbelt schon ein bisschen. Ja, also schön, dass ihr da wart. Guckt mal in die Links unten rein. Schreibt mir, wenn ihr Lust habt, mir zu schreiben. Ich freue mich. Und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann macht das doch bitte. Mein Ziel für dieses Jahr 2022 sind die 1000. Also, das war's. Macht's gut. Ciao.